Einen wunderschönen guten Abend aus Stuttgart. Heute habe ich ja eine Frage. Du warst ja in der Schule. Du hast ja Gymnasium gemacht, hast du Uni gemacht. Du bist jetzt Diplom-Ingenieur, du bist ja Doktor. Ja, es gibt sogar einige, die ja, doppelt, zweifach Doktor sind. Nur die Frage ist, hast du eigentlich in deiner ganzen Schulbildung einen Finanzkurs gehabt? Dass du einfach mal, wie man so nennt, hast du ja auf die Straße gelernt, wie man mit Geld umgehen kann. Das ist natürlich das Thema, es ist schwierig. Das haben wir nicht in der Schule. Man lernt Physik, man lernt Mathematik, man lernt ja, Quantenmechanik. Ich habe Quantenmechanik gelernt. Und ja, bin zweifach Diplom-Ingenieur, aber ich habe ja bis in 2019 hatte ich ja nicht die Chance, ja in einen Finanzkurs zu besuchen, um zu verstehen, wie unser Finanzsystem funktioniert. Deswegen meine Frage heute an dich. Hast du das gehabt? Wenn du das nicht gehabt hast, dann biete ich dir heute die Gelegenheit, in einen Kurs zu starten. Es ist ja ein Kurs im Kryptobereich, wie man im Kryptobereich ein bisschen etwas sicherer investieren kann. Aber es ist ja nicht nur ein Kurs im Kryptobereich, es ist einfach mal ein Finanzkurs, in dem ich auch diese Krypto-Blockchain-Technologie integriert habe. Also, die Blockchain-Technologie ist ja eine neue Technologie, genauso wie Internet vor 20 Jahren. Ja, haben wir die Blockchain-Technologie heute. Und in diese Blockchain-Technologie kannst du in verschiedene Kryptowährungen investieren, nämlich Bitcoin, Ethereum, hast du ja vielleicht schon gehört. Nur, es ist ja was Neues. Und alles, was Neues ist, ist ja natürlich auch mit Angst, Risiko. Und ja, es ist einfach mal schwierig, einfach loszutreten und in solche Technologie zu investieren. Deswegen habe ich ja meine eigene Erfahrung gemacht. Ich habe ja Kurse besucht, habe selber investiert, bin ich auf die Schnauze gefallen. Und ja, und heute, ja, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Also damals war einfach mal bitter, schwierig. Aber heute bin ich froh, dass ich diesen Weg gemacht habe, weil ich kann dir heute in dem Kurs zeigen, was du eigentlich nicht machen solltest, wenn du jetzt anfängst. Ja, komm einfach in den Kurs. Die erste Stunde ist sowieso für dich kostenlos. Du kannst dich ja natürlich da umschauen. Und wenn du sagst, am Ende sagt, nach der ersten Stunde sagt, es ist ja nichts für mich, ja, dann kannst du immer noch aussteigen. Wir wollen ja in dem Kurs die Leute, die Spaß dran haben. Und wenn du keinen Spaß dran hast, dann musst du auch nicht dein Geld ausgeben. Weil Geld ist ja wichtig. Wir arbeiten hart, um unser Geld zu verdienen. Und wenn du dein Geld für etwas ausgeben musst, was dir keine Freude bringt, was dir keinen Mehrwert bringt, dann ist es das nicht Sinn der Sache. Also ich habe den Kurs geschrieben, 8 Wochen. Ich lerne dir ein bisschen was im Bereich Investieren, Finanzen. Wir lernen ja auch ein bisschen was im Bereich Risikomanagement, weil ich kann das nicht einfach nicht anders. Ich habe ja Maschinenbau studiert, ich bin ja Projektleiter seit über 8 Jahren und ich mache ja fast jeden Tag Risikomanagement. Ich werde dir in dem Kurs zeigen, dass dein Leben eigentlich ein großes Risiko ist, aber dass man auch mit dem Risiko schön leben und glücklich sein kann. Ja, komm einfach in den Kurs, wir gucken das, stell deine Fragen, wir schauen das um und ich denke, nach dem Kurs wirst du glücklich sein, weil ich habe ja den Kurs die letzten 8 Monate geschrieben und einen Kurs 8 Monate zu schreiben, ist ja nicht ohne. Ich habe das für dich gemacht. Komm einfach im Kurs, schau dich mal einfach um und am Ende kannst du immer noch entscheiden, ob du weitermachst oder nicht. Vielen Dank, Magnia.